Ja, Leute, die nächsten Folgen werden sehr, sehr Real Talk-lastig. Und damit einen wundervollen Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Ja, mal wieder in gewohnter, ungewohnter Kulisse. Also ich glaube, dem geneigten LBH-Zuschauer sollte bekannt sein, wo ich mich hier gerade befinde. Aber wir waren schon längere Zeit nicht mehr hier am Start, weil, naja, also klar, wir haben hier noch ordentlich zu arbeiten. Ich meine, schaut euch den Bereich da hinten an, da muss noch sehr viel abgebaut werden. Auch die ganze Kulisse muss hier noch erweitert werden, kurzer Blick von oben sollte das schon andeuten, weil all das hier ist halt noch unbehandelt. Und wir haben eigentlich nur den direkten Zuweg zur Eulerei, zur Brücke, zur peitschenden Weide und vor allem zu Hagrids Hütte und dem verbotenen Wald gebaut. Ja, aber da fehlt natürlich noch einiges. Trotzdem waren wir jetzt hier längere Zeit schon nicht mehr, weil, naja, wir halt die grobe Kulisse hier schon, ja, ziemlich weit fortgeschritten haben. Ich würde gerne, aber jetzt in den nächsten Folgen, gerne einen Bauabschnitt mit euch ein bisschen bearbeiten, der, ja, sehr entspannt ist, aber auch wichtig für den 24-Stunden-Stream, der, ja, allerdings, der währenddessen läuft, während die Folge hier gerade kommt, oder dass der 24-Stunden-Stream schon vorbei ist. Das kann natürlich auch sein, weil ich erwähne es in Hogwarts Mystery aktuell relativ häufig. Ich muss jetzt mehrere Folgen auf einmal aufnehmen, also sprich sehr viel vorproduzieren, weil ich leider ein bisschen in Verzug geraten würde, wenn ich das nicht so mache. Denn ich bin ja jetzt für ein paar Tage in London, dann bin ich bei meiner Freundin zu Silvester, feier Weihnachten mit meiner Familie, wo ich natürlich dann auch nicht arbeiten möchte. Logischerweise, so wie es ja euch wahrscheinlich dann auch geht. Und dementsprechend, genau, muss ich jetzt hier ein paar Folgen vorproduzieren, damit das eben alles so funktioniert und damit trotzdem die LBH-Folgen auf meinem Kanal erscheinen, genauso wie Hogwarts Mystery natürlich. Ja, das hat allerdings auch ein paar Fragen aufgeworfen. Ihr habt es vielleicht auch schon in den letzten Folgen mitbekommen. Ich habe mir so Fragen gestellt wie, was können wir themenmäßig so bequatschen und alles? Welche Aufgaben können wir machen? Und eine Aufgabe habe ich mir jetzt vorgenommen, die eigentlich ganz gut geeignet ist, die vielleicht jetzt nicht zu den spannendsten Aufgaben gehört, aber sie ist sehr gechillt, sehr schön. Irgendwie ist sie auch in der Natur draußen, was ja auch irgendwie einen nicen Vibe hat. Und sie ist obendrein auch noch wichtig für den 24-Stunden-Stream, weil, ja, wir ja dort den Schwarzen See bauen und wir kümmern uns jetzt so ein ganz kleines bisschen um die, ja, um die Außenkulisse, die direkt drumherum liegt. Ich weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen werden. Ich werde mir alle Zeit lassen, die das Ganze benötigt, aber, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin da sehr offen und wir machen jetzt hier eine unglaublich wundervolle Landschaft, die sich hier erstrecken wird auf diesem Gebiet hier direkt neben der peitschenden Weide, bis hinten zum Ufer, das wir ja auch in den letzten zwei Folgen angefangen haben. Und dann werden wir natürlich auch alles mit Pflanzen bepflanzen. Wir werden alles möglichst natürlich aussehen lassen. Und so, dass man sich halt einfach gerne dort aufhält und dass es Hogwarts würdig aussieht. Genau. So, aber die Frage ist, beziehungsweise die Bauaufgabe war ja eine Sache. Die andere Sache war das Thema, also über was wir quatschen können in den LBH-Folgen. Und ich habe mir jetzt einige Real Talk-Themen rausgesucht, die ich gerne mal thematisieren möchte. Was eben auch Grund hat, weil ich meine, ich hätte ja genug Themen für LBH, die ihr mir geschickt habt, die ich nehmen könnte. Das Ding ist nur, ihr seht ja aktuell unglaublich viele Skript-Videos auf meinem Kanal. Also ich muss sagen, ich war, glaube ich, in meiner ganzen YouTube-Zeit noch nie so motiviert, was Skript-Videos anbelangt. Und ich hoffe, dass ich das auch in den nächsten Monaten so beibehalten werde. Weil ich wirklich auch sehr stolz auf diese Art Videos bin. Sie machen mir sehr viel Spaß. Sie machen offensichtlich auch euch sehr viel Spaß. Zumindest wenn ich nach den Views, Likes und Kommentaren gehe. Und ja, allerdings sind sie auch die aufwendigsten Videos auf meinem Kanal. Also die aufwendigsten regelmäßigen Videos auf meinem Kanal. Und deswegen, ja, ist das alles so ein bisschen schwierig dann manchmal. Und zeitlich natürlich auch eng bemessen. Aber, ja, sei es drum. Jedenfalls wollte ich damit eigentlich nur aussagen, dass ich, weil ich, ja, aktuell viele Harry Potter-Themen als Skriptvideo verpacke, die jetzt nicht noch separat in LBH bequatschen wollen würde, weil das sonst einfach zu ausschweifen wäre. Auch wenn ich weiß natürlich,
dass LBH und Skriptvideos einen unterschiedlichen Anspruch an sich hegen, also dass beides nicht miteinander verglichen werden kann, was die Informationsdichte anbelangt, aber auch, ja, also ich meine, LBH ist wie ein Podcast einfach frei drauf losgelabert und von daher natürlich nicht vergleichbar mit einem Skriptvideo, wo ich mir alles recherchiert habe, wo ich alles vortrage, wo ich mir Gedanken mache und so weiter und so fort. Genau, da muss man halt nun mal relativ deutlich das Ganze voneinander unterscheiden. Genau. Ja, deswegen Real Talk Videos, Leute. Und das heutige Thema, was ich bequatschen möchte, hängt damit zusammen, dass ich hin und wieder, manchmal mehr, manchmal weniger, aktuell wieder mehr, am Überlegen bin, ob ich mir nicht doch einen Zweitkanal erstelle. Ja, ihr habt richtig gehört, einen Zweitkanal. Wie komme ich denn jetzt auf diese Geschichte? Wie komme ich auf den Gedanken? Beziehungsweise manche werden jetzt vielleicht auch sagen, ey, Moment mal, Daniel, du hast doch einen Zweitkanal. Daniel Scamander, vielleicht kennt ihr den noch von damals. Den habe ich mal gegründet. Der hat, ich glaube, irgendwas mit 8000 Abonnenten. Den habe ich einmal in einem Video angesprochen und dann haben mir total viele Leute dort gefolgt. Das war so wie eine Art Backup-Kanal. Nur damals war das auch ein bisschen dämlich von mir geplant, weil, ganz ehrlich, das war vorgesehen dafür, falls ich mal von Warner weggeclaimed oder weggestrikt werden würde, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, auf einem anderen Kanal weiterzumachen. Das Problem ist nur, wenn man wegen irgendwelchen Richtlinienverstößen auf YouTube gebannt, also blockiert wird, dann darf man sich auch mit keinem anderen Account mehr einloggen, beziehungsweise einloggen schon, aber keine Videos eben veröffentlichen. Das heißt, Daniel Scamander wäre dann auch einfach blockiert worden, auch wenn ich da nichts falsch gemacht hätte. Und ja, genau, so weit habe ich aber damals nicht gedacht, da war ich noch sehr... Ja, noch dümmer als heute und dementsprechend, ja, bin ich da nicht so ganz auf diesen Gedanken gekommen. Naja, spielt ja auch erstmal keine Rolle, denn die Frage ist ja eher, wieso komme ich denn jetzt aktuell irgendwie auf den Gedanken, ich könnte ja irgendwie doch einen Zweitkanal erstellen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, wenn ihr auf meinem Kanal unterwegs seid und wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, dann macht das gerne mal jetzt oder nach dem Video. Man sieht relativ deutlich, welche Videos bei mir besonders gut ankommen und welche Videos reiner Fansupport sind. Und LBH gehört mittlerweile definitiv wirklich nur noch zum reinen Fansupport. Die Views sind da halt enorm eingebrochen und teilweise kriegen sie nur irgendwas um die 2000 Views, was für mich halt wirklich sehr schlecht ist. Ich will dazu sagen, für andere YouTuber mag das echt viel sein und für andere YouTuber mag es echt... Zeitumkehrer Ahoi, eine Auszeichnung sein, regelmäßige Videos hochzuladen, ein Let's Play hochzuladen, wo jede Folge 2000 Views bekommt, weil das auch nicht wenige Menschen sind, die das Ganze gucken. Aber ich vergleiche das natürlich immer mit meinem persönlichen Maßstab, der sich gebildet hat über all die Jahre und zugrunde liegt aufgrund der Zahlen, die ich halt mit in der Vergangenheit bekommen habe. Und da war eine Standard-LBH-Folge zwischen 8.000 und 10.000 Views, manchmal 12, manchmal 15. Ganz früher, ganz, ganz früher, so zu Fantastic Beasts 1 und 2 Zeit, da waren es dann auch 15.000 bis 20.000 Views pro Folge, was übel krass war. Und manche Folgen sind dann wiederum komplett ausgebrochen, die dann über die 100.000 Views gekommen sind. Und ja, damals haben sie sich halt wirtschaftlich definitiv gerechnet. Mittlerweile ist es fast schon, ja, ich würde nicht sagen ein Minusgeschäft, weil das Ding ist zum Beispiel, ich streame ja auch Minecraft. Und da kriege ich ja auch einige Spenden und das ist definitiv mehr, als ich für den Server selber bezahle. Aber ich sag mal so, wenn ich keine Spenden kriegen würde und ich wirklich auch nur von den Views leben würde, die LBH wirft, beziehungsweise nicht davon leben, aber dass ich den Server davon bezahlen würde, dann wäre das echt eine knappe Sache und ich bezahle für den Server monatlich 80 Euro. Nur mit den LBH-Folgen, um auf diese monatlich 80 Euro zu kommen, ist mittlerweile tatsächlich eine Herausforderung geworden. Und, ja, also nur um euch da mal so deutlich zu machen, wie so der aktuelle Stand da ist. Aber interessiert mich halt auch erstmal nicht so wirklich. Weil das Ding ist ja nicht, dass ich das hier mache, weil, keine Ahnung, ich mir... Also das habe ich euch schon so oft erzählt, dass ich wiederhole mich da auch. Ich bin auch ein Papagei gerade, ich weiß das. Aber ich mache das Ganze ja hier nicht, weil ich mir die großen monetären Gewinne erhoffe oder so. Sondern es geht mir speziell darum, dass ich eben eine Zuschauerschaft habe, die mit diesem Format groß geworden ist teilweise. Also nicht nur Community-mäßig, sondern auch wirklich vom Alter her, weil die damit aufgewachsen sind mit LBH und damit irgendeinen Kindheitsabschnitt verbinden oder einfach eine sehr tiefe Verbindung zu dem ganzen Projekt haben. Und ja, diesen Leuten möchte ich natürlich dieses Format auch nicht wegnehmen und das gleiche gilt ja auch irgendwo für mich, weil ich bin auch mit diesem Format auf YouTube gewachsen. Ich mache das auch hier seit über, ja nicht über, aber fast 10 Jahren. Und das ist auch für mich eine enorme Zeit. Ich meine, klar, ich bin jetzt 28,
Und 10 Jahre davon, ne, also eine nicht unerhebliche Zeit davon, ist einfach komplett in dieses Projekt geflossen. Also natürlich nicht Lebenszeit an sich, aber halt, ne, die Zeit, wie lange ich das halt eben schon mache. Und ja, klar hat es dann einen tiefen Bestandteil in meinem Herzen. Und na klar ist es mir dann wichtig, das Ganze am Leben zu erhalten. Aber es ist wirklich auch nur noch aus diesen Gründen und weil ich das Projekt einfach liebe. Einfach aus purer Hobby, Leidenschaft und so weiter und so fort. Das Ding ist halt einfach nur, YouTube mag es gar nicht, wenn man effektive Videos mit uneffektiven mischt. Die bestrafen das nämlich in der Form, dass sie auch die Videos, die eigentlich gut ankommen, dann mit einem schlechteren Algorithmus bestrafen, indem sie halt die Videos weniger vorschlagen, indem die Videos halt generell weniger Leuten angezeigt werden, weil sie eben davon ausgehen, ja, der hat da irgendwie Videos, die kommen richtig gut an, aber auch Videos, die kommen richtig schlecht an. Und schließen dann anhand dieser Videos, die eben sehr schlecht ankommen, dass generell der YouTuber eventuell auch nicht so gut ankommt. Und das kann dann manchmal echt negative Auswirkungen auch auf andere Formate und Videos haben, die aber eigentlich gerne geschaut werden und die eigentlich oft empfohlen wurden. Und das ist halt so ein bisschen problematisch. Deswegen, das ist übrigens auch der Hintergrund, um mal so ein bisschen Insider-Infos rauszudroppen, warum so viele YouTuber auf diesen Trichter kommen, mehrere Kanäle aufzubauen. Also klar gibt es auch andere Gründe, das ist definitiv nicht der einzige Grund, das hat noch viele andere Vorteile, aber einer davon ist halt eben, dass sie auf den Zweitkanälen dann eben Sachen machen können, die vielleicht jetzt nicht so gut geklickt werden, ohne dass sie jetzt Currywurst Pommes Ahoi, ohne dass sie jetzt irgendwie für den Main-Channel da ein besonderes Risiko eingehen, was den Algorithmus anbelangt. Und ja, also bei mir war es tatsächlich bisher nie so ein wirkliches Problem, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die LBH-Folgen noch diese alten Views bekommen haben. Mittlerweile kacken die Folgen aber, um es mal ein bisschen vulgärer auszudrücken, schon sehr rein. Also ne, ich meine, zwischen diesen 2000 View LBH-Folgen tummeln sich dann die 15, 16, 17, teilweise 20, 30, 40, 50.000 View-Skript-Videos und das ist natürlich ein harter Kontrast und da merkt man auch, was ich meine und das ist halt tatsächlich ein bisschen problematisch auch geworden und ich war aus diesem Grund jetzt schon öfter am Überlegen, hey, soll ich vielleicht wirklich so ein bisschen den Weg gehen und sagen, yo, ich mache einen Zweitkanal und lade die LBH-Folgen dort hoch, weil, naja, angucken kann man sie ja dort immer noch und sie gehen ja nicht verloren und trotzdem gehe ich da nicht dieses Risiko ein. Aber irgendwie etwas in mir sagt auch, nee Daniel, das ist ein Dagi-LP-Format. Also klar, das wäre es danach auch noch, ne? Aber trotzdem wäre es ja ein anderer Kanal und keine Ahnung. Also es gibt auch gewisse Aspekte in mir drin, die da sagen, nee Daniel, lass den Scheiß mal. Mach das nicht, das ist eine dumme Idee. Und dann wiederum andere Sachen oder andere Gedanken, Meinungen, die da sagen, nee Daniel, eigentlich eine ganz geile Idee, mach das mal, coole Sache. Und aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, rein motivationstechnisch bin ich jetzt nicht so der allergrößte Fan, Zweitkanäle aufzubauen, weil ich irgendwie, ich kann mich immer nur schwer auf verschiedene Sachen konzentrieren. Das gilt nicht nur für YouTube, sondern eben auch für Sozialleben zum Beispiel. Also ich kann mich zum Beispiel schwer auf viele Menschen konzentrieren, die in meinem Sozialleben eine große Rolle spielen. Fällt mir insgesamt einfach super, super schwer. Und das gleiche merke ich eben auch bei YouTube. Also, wenn ich jetzt einen Zweitkanal hätte, dann würde ich mich vielleicht eine gewisse Zeit darum kümmern und dann irgendwann würde ich den wieder mehr aus den Augen verlieren und mich wieder mehr meinem Hauptkanal widmen, weil der eben im Fokus steht und ich mich nicht so gut auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Weiß nicht, womit das zusammenhängt, das wirkt sich auf viele Lebensabschnitte bei mir aus, aber ist halt einfach so. Was soll ich euch anlügen, ne? So ist das halt bei mir. Und ich weiß halt auch darum. Und deswegen war ich jetzt auch schon mehrfach am Überlegen, ja, ist das wirklich die Idee, soll ich das wirklich machen, dass dann wirklich auf Dagi-LP nur noch Skript-Videos kommen, wobei ich mich dann auch frage, dann erfülle ich ja den Konsens des Dagi-LP nicht mehr so wirklich, weil der Kanal ist ja rein Harry Potter, aber alles um Harry Potter, sprich Games, Vlogs, Skript-Videos, alles hat mit Harry Potter zu tun. Und ich mache ja auch viele crazy Sachen, die mit Harry Potter zusammenhängen. Ich erinnere gerne nochmal an Dagi-Test oder
an die Kochvideos, wo ich Harry Potter Gerichte nachgekocht habe oder eben Harry Potter Produkte vorgestellt habe oder Harry Potter Crab Games im Internet, diese Spieleaffe Harry Potter Games, die halt richtiger Müll sind. Also ich mache wirklich auch den größten Blödsinn bezogen auf die Wizarding World und beziehe mich da nicht nur auf Skriptvideos zum Beispiel oder nicht nur auf Let's Plays. Aber irgendwie würde ich diesen Charakter wegnehmen, wenn ich sagen würde, dass ich gewisse Sachen jetzt doch verbanne auf einen anderen Kanal. Weil ich dann ja nicht mehr alles mit reinnehme, sondern ja anscheinend nur noch die Dinge, die wirklich gut laufen. Und das ist nicht das, was ich mir damals vorgestellt habe bei dem Kanal hier. Und es widerstrebt mir daher auch so ein bisschen. Ja, das ist halt so das kleine, aber feine Problem hinter dieser ganzen Geschichte und das, was mich da immer mal wieder so zum Nachdenken bringt. Und ja, deswegen wollte ich das unbedingt mal hier auch in der Folge ansprechen, weil ich mir auch erhoffe, dass ihr mir mal so eine Meinung da lasst, wie ihr dazu steht, wie ihr darüber denkt, ob ihr denkt, dass es irgendwie verständlich ist oder auch nicht oder keine Ahnung. Genau, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein direkter Plan, den ich verfolge, in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie jetzt, keine Ahnung, nächste Woche jetzt hergehe und mir einen neuen Kanal mache. Das jetzt definitiv nicht, also ja. Ja, also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Muss aber auch sagen, dass ich eigentlich, ja, also, dass ich schon glücklich darüber bin, dass ich diesen multifunktionalen Harry Potter Kanal besitze, weil ich auch glaube, dass mir auf Dauer es langweilig werden würde, wenn das hier wirklich ein reiner Skriptvideo-Kanal wäre. Ich meine, es gibt ja auch Harry Potter Kanäle in Deutschland, die machen wirklich nur so Skriptvideos, Themenvideos, genau, und ja, also mag sein, dass diese Leute eine Leidenschaft auch für Harry Potter haben, das würde ich denen auf gar keinen Fall absprechen. Und dass sie das so, aber keine Ahnung, ich finde diese Fanliebe, diese Liebe zum Franchise, diese Liebe zu dem ganzen, zu der ganzen Wizarding World, finde ich, kommt bei mir halt auch in der Form rüber, weil ich halt so vielschichtig bin, weil ich so vieles in diese Richtung mache. Und ja, mich versuche in dieser Welt komplett so wiederzufinden und alles Mögliche so zu unternehmen, was diese Welt anbelangt. Und ich glaube, dass das auch ein größerer Anreiz für Potterheads ist, die auf diesem Kanal zu verweilen, weil sie ja immer irgendwie einen neuen Input bekommen, was ihr Lieblingsfranchise anbelangt. Oder auch wenn es vielleicht jetzt nicht euer Lieblingsfranchise ist, aber trotzdem könnt ihr relativ sicher sein, dass immer mal wieder irgendwelche anderen Dinge kommen. Und ja, irgendwie mag ich diesen Aufbau sehr und irgendwie genieße ich das auch sehr, dass es so ist. Und möchte das auch eigentlich nicht ja, verändern, sage ich mal. Aber das ist eben auch einer der Gründe, warum LBH aktuell viel weniger kommt, als es damals der Fall war. Ja klar, einerseits hatte das diesen Motivationsaspekt, Moment kurz, Zeitumkehrer Ahoi. Weil ich hatte ja so eine Phase, wo ich, was LBH anbelangt, nicht mehr so motiviert war. Da hatte ich dann ja auch eine relativ lange Pause, was LBH anbelangt. Und dann bin ich ja wiedergekommen, aber mit der Prämisse oder mit dem Gedanken oder, ne, wie auch immer, dass ich halt nur noch 2 Folgen pro Woche hochlade, immer mittwochs und sonntags um 14 Uhr und dann eben 2 Livestreams, immer dienstags und donnerstags. Ich finde nicht, dass es dadurch wenig ist, aber eben auch definitiv weniger als vorher. Und ja, mit dieser Regelung bin ich eigentlich sehr, sehr fein, weil wenn man schon Videos auf dem Kanal hat, die weniger geklickt werden als andere, dann sollte man sie zumindest nicht überschwänglich nutzen. Also nicht so extrem, dass sie jetzt irgendwie 50 Mal die Woche kommen oder so, keine Ahnung. Sondern dann sollte das schon, ja, ein bisschen vorsichtiger genossen werden, sag ich einfach mal. Und genau das habe ich eben versucht zu machen. Genau das war mein Gedankengang dabei, dass ich eben sage, okay, dieses Format ist halt nicht mehr so, dass so viele Leute das gucken. Und generell möchte ich auch die Dosis LBH so ein bisschen reduzieren, damit ich auch nicht die Motivation verliere. Also schon wieder verliere, weil, ne, wenn man etwas zu viel macht, das beste Beispiel für diese These ist eigentlich Essen. Ja, tatsächlich, Essen, Leute. Keine Ahnung, angenommen Erdbeeren sind eure absolute Lieblingsfrucht und keine Ahnung, ihr steht übel auf Erdbeeren oder so. Nehmt ein anderes Beispiel, falls ihr irgendwas anderes lieber mögt oder wo ihr sagt, boah, davon könnte ich nie genug kriegen. Oder was ihr zwar hin und wieder bekommt, aber dann nur in kleinen Mengen und ihr das aber richtig lecker findet. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr plötzlich von diesem Lebensmittel
richtig viel vor euch habt, werdet ihr am Anfang zwar denken, boah, geil, aber mit der Zeit, so irgendwann werdet ihr denken, boah, nee, gar keinen Bock mehr. Und dann ist es, man genießt es auch vor allem nicht so sehr in den Massen, wie es wäre, wenn man davon weniger hätte. Das ist so komisches Eltern-Dahergelaber, so, ne? Also, dass man da nicht übertreiben soll und alles in Maßen und so, blabliblub. Das stimmt auch. Also, es ist tatsächlich so. Und ich habe das schon ganz, ganz oft gemerkt, dass gewisse Dinge auch in Maßen genossen werden müssen, damit die Begeisterung darüber aufrecht gehalten werden kann. Und das ist gerade auch meine Vorgehensweise in gewisser Weise, was LBH anbelangt. Sprich, dass ich das so ein bisschen in Maßen halt konsumieren und genießen will, was ich hier tue. Und nicht überschwänglich wieder 4 Folgen pro Woche und dann ständig irgendwie das Gefühl habe, oh Gott, was mache ich jetzt als nächstes oder wie möchte ich das jetzt angehen oder ne, diese ganzen Gedankengänge, die man sich dann macht, die man hat, wenn man eben vielleicht gerade keine große Motivation hat und das färbt dann halt eben arg auf einen ab. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, kaum ist es etwas demotivierender, als wenn du gerade irgendwie ein bisschen an der Motivation zu knabbern hast und dir dann aber irgendwie was aus den Fingern ziehen musst, weil du halt dieses gewisse große Pensum an Folgen hast, was du erfüllen sollst und musst, aber dir halt auf die Schnelle nicht wirklich viel einfällt und du dir dann irgendwas aus den Fingern saugen musst. Weil dann hast du einerseits eben die Demotivation, die eh schon da ist, plus dann noch irgendwie das Gefühl, dass du hier irgendwas am Leben erhältst, künstlich, was eigentlich zum Sterben verdammt ist, so ganz drastisch und dramatisch formuliert. Und ich will nichts hier am Leben erhalten, was zum Sterben verdammt ist. Tue ich auch nicht, meiner Meinung nach. Sondern ich mache hier etwas, was eine große Menge an Leuten mega viel bedeutet, mega viel Spaß macht. Mir auch. Und das tut's aber auch, wenn es eben nicht mehr in diesen großen Mengen stattfindet. Sondern ein bisschen gediegener, ein bisschen entspannter. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Das Format war nie besonders hektisch oder war es eigentlich, also nie, gar nicht hektisch war das. Und warum sollten wir auf einmal hier einen gewissen Stress reinbringen oder sonst irgendwas in die Richtung? Also macht ja gar keinen Sinn. Und genau das habe ich mir jetzt eben auch selber gesagt. Das habe ich mir eingestanden, dass ich da mehr drauf achten möchte. Und deswegen nur noch 2-mal die Woche. Und deswegen sehe ich auch aktuell, um mal so ein bisschen das Thema zu beenden, davon ab, einen Zweitkanal zu erstellen, wo ich LBH gesondert bringe. Weil ich glaube, dass ich einerseits den Konzept DagiLP damit widersprechen würde. Und andererseits, ich definitiv auch die Sorge hätte, dass meine Motivation dann noch mehr einbrechen würde, weil ich wüsste, dass es ein Zweitkanal ist und ich nicht die Leidenschaft für einen Zweitkanal aufbringen könnte, wie das für meinen Main-Channel DagiLP der Fall wäre. Und ja, also ein anderes Beispiel, kennt ihr noch Hoch vor Maniel? Ne, das war mal so ein Kanal für Short-Videos, was ich machen wollte. Da habe ich so ein paar Shorts hochgeladen. Ich glaube, ihr habt alle gesehen, wie lange meine Motivation dafür hielt. Das war definitiv nicht der Rede wert. Und hatte auch eben damit zu tun, dass ich mir nicht Motivation da erkämpfen konnte, weil, ja, weil es halt einfach ein anderer Kanal war, weil, das war ein Bäuerchen, Entschuldigung, Leute. Weil es eben was anderes war, weil es nicht mein Baby war, nicht mein Baby Ducky LP. Und, ja, da bin ich dann tatsächlich sehr... Ja, da bin ich dann schon eher ne, dem treu, was wir hier uns aufgebaut haben und das ist mir auch wichtiger, als jetzt irgendwie da besonders auf die Zahlen zu gucken. Ich meine, es funktioniert ja trotzdem. Klar kann man gewisse Zügel anders ziehen und gewisse Dinge anders machen und es würde bestimmt auch gewisse Vorteile mit sich bringen. Aber es geht hier nicht nur ums Geld verdienen, Leute. Es geht hier auch um die Leidenschaft für das Ganze, weil ohne Leidenschaft stirbt ein kreativer Beruf. Ohne Leidenschaft geht ein, was man sich kreativ aufgebaut hat. Weil eben genau das ist, also Kreativität und Leidenschaft ist genau das, was überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass das Ganze hier so ist, wie es ist. Und es wäre hier nicht so, wie es ist, wenn ich mich zu Content gezwungen hätte oder, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und von daher ist es alles, finde ich, genau so gelaufen, wie es gelaufen ist, richtig so. Und deswegen bin ich auch ziemlich sicher in der Entscheidung, dass es so bleiben wird. Klar kann man nie wissen, was die Zukunft bringt, aber fürs Erste... braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass LBH auf einen Zweitkanal verlagert wird. Aber ich spiele hin und wieder mit dem Gedanken. Und ja, mich würde trotzdem interessieren, was ihr dazu denkt, Leute. Vielleicht denkt ihr ja trotzdem... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Mehrheit von euch jetzt herkommt und sagt, boah, ja geil, mach mal auf Zweitkanal oder so. Weil das wäre eine Umgewöhnung, das wäre eine Veränderung und Menschen mögen keine Veränderungen. Also deswegen wird es wahrscheinlich hier niemanden geben, der jetzt ad hoc sagt, boah, Daniel, ja, verstehe ich voll.
Aber vielleicht können auch manche meinen Standpunkten so nachvollziehen, dass es halt rein YouTube-Algorithmus-technisch nicht sinnvoll ist und mir daher vielleicht irgendwie eine Meinung geben. Wisst ihr, was ich meine? So, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber ja, ich bin mal gespannt, was ich da so von euch zu lesen bekomme. Ja, das hier ist der aktuelle Baufortschritt, Leute. Er sieht minimal aus. Er ist auch, ja, also was eine Person halt schaffen konnte. Wie ihr seht, bin ich hier gerade fleißig am Terraformen, das ganze Gebiet hier ein bisschen am Erweitern. Zumindest soweit es aktuell möglich ist. Und ich muss sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Mir gefällt der aktuelle Fortschritt hier schon sehr. Und ich werde das Ganze natürlich auch hier auf diesem ganzen Bereich erweitern, damit wir das hier auch später mit dem verbotenen Wald in Verbund bringen. Wird jetzt ein bisschen dauern, aber mir macht das Spaß. Ist eine chillige Aufgabe, um nebenbei mit euch zu quatschen, Real Talk-Themen zu behandeln. Und deswegen seid gespannt, was nächste Folge auf euch warten wird. Vielen Dank an alle, die trotzdem dabei sind, die Verständnis dafür haben, dass die nächsten Folgen ein bisschen einfacher werden, weil ich halt vorproduzieren muss. Aber ihr könnt euch sicher sein, ab Neujahr wird das Ganze wieder sehr viel interessanter, auch was die Bauaufgaben anbelangt. Und ich bin schon sehr gespannt, was nach diesen vorproduzierten Folgen in Hogwarts abgeht, weil dann war der 24-Stunden-Stream, jetzt gerade war der noch nicht. Und ich glaube, der Fortschritt, den wir dann in diesem Projekt sehen werden, der wird absolut awesome und krass und krank und heftig und übel. Und ich bin gespannt, was daraus für Folgen entstehen werden. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao zusammen!